Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Die gute Nachricht vorweg: Wieder stehen wir vor einem Stück mehr persönlicher Freiheit. Nach der Lockerung der nächtlichen Ausgangssperre und der teilweisen Öffnung von Kitas und Schulen zum Wochenbeginn gibt es schon kommenden Montag weitere Erleichterungen. Baumärkte, Gärtnereien, Blumenläden dürfen pünktlich zum meteorologischen Frühlingsbeginn öffnen und Beschäftigte der medizinischen Fußpflegendienste können ebenfalls wieder ihrer Arbeit nachgehen. Das hat die bayerische Staatsregierung angekündigt und damit eine der wichtigsten Forderungen der Freien Wähler im Landtag umgesetzt. Gebt den Menschen endlich eine Öffnungsperspektive. Unser eindringlicher Appell hat inzwischen auch Ministerpräsidenten Markus Söder beeindruckt. Er kündigt zum Wochenbeginn sogar an, der gesamte Handel dürfe in Landkreisen öffnen, deren Inzidenz stabil unter 35 liegt. Ich darf euch versprechen, dass wir Herrn Söder beim Wort nehmen werden. Denn gerade der bayerische Mittelstand leidet furchtbar unter den Corona-Schutzmaßnahmen. Der Schaden steht unseres Erachtens in keinem Verhältnis mehr zum befürchteten Infektionsrisiko. Dabei lassen wir leider immer noch viele Instrumente zur effektiven Eindämmung der Pandemie außer Acht, etwa Corona-Schnelltests zur eigenen Anwendung. Fast 1 Million dieser Sets für den Gebrauch zu Hause hat ein Unternehmen aus Schwaben bereits nach Österreich exportiert. Doch für Deutschland kündigte Bundesgesundheitsminister Spahn erst in dieser Woche die Zulassung der Selbsttests an. Zuvor hat der Bund monatelang gemauert. Das halte ich angesichts der wachsenden Bedrohung durch Mutationen des Coronavirus für unverantwortlich. Jeder Test, der eine Infektion schon zu Hause nachweist, hilft, weitere Infektionsketten zu unterbrechen. Er verhindert Ansteckungen draußen am Arbeitsplatz, beim Einkaufen oder in der Schule. Und als sogenannter Spucktest angeboten ist er gerade für Familien mit Kindern attraktiv. Kein unangenehmes Nasebohren ist mehr nötig und auch kein Rachenstochern. Deshalb bin ich meinem Fraktionskollegen Fabian Mehring sehr dankbar, dass er sich gemeinsam mit unseren Gesundheits- und Pflegeexperten Susanne Enders und Peter Bauer nachdrücklich für solche Selbsttests stark macht. Denn Gesellschaft und Wirtschaft läuft die Zeit davon. Eltern sind genervt vom Homeschooling, Kinder leiden darunter, ihre Freude nicht mehr sehen zu dürfen. Und für viele Einzelhändler und Selbstständige geht es den kommenden Wochen um die nackte Existenz. Dem darf die Bundesregierung nicht länger achselzuckend gegenüberstehen. Es muss alles geprüft werden, was uns so schnell wie möglich aus der Pandemie bringt. Ich bitte Sie, bleiben Sie gesund und Gott schütze Sie. Der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Freie Wähler Landtagsfraktion.